Ja, mein Name ist Markus Golser. Ich habe in Würzburg und Mainz Kunstgeschichte, klassische Archäologie, christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte studiert. Daraus ergeben sich auch meine Reiseschwerpunkte. Das sind unter anderem neben dem deutschsprachigen Raum Frankreich, Italien und die Türkei. Und bin seit 3 Jahren für Heidegger tätig und mir ist bei meinen Reiseleitungen unter anderem wichtig, die Dinge aus dem herauszuentwickeln, was man sieht vor Ort, sich Dinge genau analytisch mit kunsthistorischem Blick anzuschauen und das Gesehene auch in größere europäische, historische, politische und so weiter Zusammenhänge einzuordnen. Dabei ist ein Schwerpunkt sicherlich die Kunst und Architektur des Mittelalters, aber das Ganze darf sich auch gerne mal bis in die Moderne oder gar Gegenwart reinziehen.